Was geht und herzliches Willkommen zu einer weiteren extravaganten Episode. Ihr seid da, ich bin da und herzlich willkommen zu Salami-Brötchen. Yo, Olli, belästigt wieder, Freunde, hier steht schon Videos gelb. Oh, Bruder, mein letztes Video war auch gelb, aber ich gebe dir einen ganz guten Tipp, Salami-Brötchen. Denn deine Videos sind einfach Ponyhof, Digga. Und dann ist das Video einfach grün. Ich hab Bock auf das Video. Wir ziehen uns rein. Dieses Gesicht hier kennt ja hoffentlich leider noch jeder. Wenn nicht, verurteilt mit einer 13-Jährigen geschlafen, ehemaliger Cringe-YouTuber, jetzt Cringe-Rapper und Cringe-TikToker. Neulich ist der Typ schon absolut unangenehm aufgefallen, weil Phoebe gesagt hat, dass sie auf der Gamescom sexuell belästigt wurde. Das haben wir mitbekommen. Und dann Jo Olli gesagt hat, dass er mit ihr schlafen würde. Also genau, das haben wir mitbekommen. Da hat ja Alpha Kevin, glaube ich, ein Video darüber gedreht. Auf das haben wir schon reagiert. Wirklich absolut passend und gar nicht unangenehm. Aber ich glaube, er geht jetzt hier auf die Sachen ein. Ja, auf diese ganzen TikTok-Livestreams und sowas. Ja, die habe ich auch alle schon gesehen. Unangenehm und respektlos. Aber jetzt hat er das Ganze nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Und das werde ich euch heute zeigen. An der Stelle schon mal Triggerwarnung, wenn ihr sowas nicht sehen könnt. Sexuelle Belästigung und so. Dann ist das vielleicht... Wieso hängt der eigentlich halbe Geige? Nicht das richtige Video für euch. Für alle anderen, ich zeige euch jetzt, wie Jo Olli komplett reingeschissen hat. Und diesmal nicht nur in seine Windeln wie sonst immer, sondern auch in seinen Livestreams. Ja, komplett. Okay, wir haben hier einen Stream-Ausschnitt von Jo Olli. Hier sehen wir an der rechten Seite Jo Olli. Auf seinem Schoß sitzt diese Frau und hier links sitzt noch eine andere Frau. Und die Frau hat gar keinen Bock, ich weiß nicht, was die macht es einfach mit. So, ich glaube, das ist ein Account von ihr, weil er wurde ja gesperrt, soweit ich weiß. Also er wurde, glaube ich, auch auf TikTok gesperrt und jetzt streamt er über einen anderen Account, über einen Mädchen-Account. Und ihr werdet direkt sehen, was das Problem ist. Und... Also Bro, was? Ich glaube, der hat hier irgendwo hingefasst, Digga. Der hat hier irgendwo hingefasst. Was denkt der denn bitte? Das ist kein Haha, Hihi, Hopp, Hopp, Reiter, wir sind 3 Jahre alt. Sondern das ist eine Frau, die auf seinem Schoß sitzt. Also, natürlich fühlt sie sich durch solche Bewegungen, die offensichtlich etwas auf etwas andeuten sollen, absolut unwohl und will da weg. Also, what the fuck? Das geht wirklich übertrieben viel zu weit und ist absolut respektlos und... meines Erachtens unstrittig sexuelle Belästigung. Und weil wir hier so einen kleinen Bildungsauftrag natürlich auch erfüllen wollen, damit Funk mich irgendwann für 10.000 Euro anstellt. Ja, Digga. Ich frag mich wirklich, woher hat er die auch? Wie hat er diese Frauen überhaupt, also... Wie kam das zustande? Bitte schreibt mir endlich. Erkläre ich euch jetzt ganz kurz eine Definition von sexueller Belästigung gemäß § 3 Absatz 4 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Jetzt und zwar wird warum, es da wie folgt so definiert. Ja. Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen sexuell bestimmten körperlichen Berührungen, Bemerkungen, sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von Pornografie Darstellung gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterung, Anfeindung, Erniedrigung, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnet. Das siehst du halt auch einfach schon, Digga, das siehst du einfach schon, wenn du einfach nur diesen kleinen Einschnitt hier siehst. Die hat gar keinen Bock da drauf. Das Umfeld geschaffen Digga, wird. Dazu zählen, by the way, schon aufdringliche Blicke oder auch herabwürdigende Bemerkungen. Und das, was Jo Olli gemacht hat, ist wirklich eines der harten Fälle. Und da läuft einfach im Hintergrund, Digga, eine Werbung für Schwangerschaftstest. Demnach, auch nach § 84 ISTGB, Digga, strafbar oder halt anzeigbar oder auch theoretisch verurteilbar. Und das könnten die Frauen machen, wenn es da nicht ein Problem gäbe. Dazu aber jetzt mehr. Wir sind hier wieder in dem gleichen Clip wie gerade und jetzt seht ihr, was nämlich das Problem an der ganzen Sache dahinter ist. Ja? Das Problem hinter dem Problem. Und... Und ja. Digga, wie der da einfach reinkommt und diese Kamera lächelt. Seht ihr das? Er weiß genau, dass er verkackt hat. Er weiß genau, er hat was falsch gemacht. Ja, das sagt so nach so und ja. Und lächelt rein, um es zu überspielen, dass so er gerade einen Fehler gemacht hat und dass sie weg von ihm wollte, weil er sich als krassen Player verkaufen will. Was aber viel wichtiger in dem Clip ist, ist dieser Part. Ich halte es kurz. Hört mal genau hin, was ihre Freundin hier sagt. Sie flüstert hier was und vielleicht habt ihr die Sprache erkannt, das ist nämlich Russisch. Sie ja, aber ich hab's gar nicht verstanden. Du, der hat es verstanden? Der hat's verstanden? Sagt hier sowas wie, ja, komm besser auf meinen Schoß oder setz dich... Ti luci сюда на меня
Ach so, ja, okay, ja, okay, ja, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Lieber auf mich, so. Um wie hat er das erkannt? Bro, ich hab das nie, ich konnte das gar nicht hören. Wer im Wortlaut. Dass sie da Russisch redet und dass beide zufällig Russinnen sind, hat mich etwas stutzig gemacht und deswegen habe ich weiter recherchiert. Und da ist mir aufgefallen, dass die Olli eigentlich in jedem Stream eine andere Frau am Start hat und dass sie zufällig alle ziemlich russisch aussehen und zufällig auch keinen einzigen Ton im ganzen Stream sagen. Vielleicht damit niemand merkt, dass das Russinnen sind in Russland mit ihm zusammen und vielleicht die gar keinen Bock drauf haben. Und ja, ich glaube in Russland eher nicht. Also ich glaube nicht, dass der in Russland ist. Ich glaube, das ist so, ich will es eigentlich gar nicht wissen, Digga. Vielleicht hat es noch einen viel tieferen Hintergrund, aber ich denke, das ist so Escort-mäßig oder sowas, was der sich da Versprechung oder so bekommen haben, dass sie irgendwas dafür bekommen, dass sie da mitmachen oder so. Ist natürlich nur eine Vermutung. Vielleicht hat er auch jede einzelne davon selber auf der Straße angesprochen und gefragt. Kann natürlich selbstverständlich sein, aber ich denke, das ist relativ unwahrscheinlich. Und es wirkt ein bisschen so, als würden die Frauen da nicht ganz freiwillig stehen. Also nicht, dass er sie irgendwie gezwungen hätte oder so, aber ich glaube sogar, eine Frau, die gerade zwangsverheiratet wird, hat mehr Spaß als die Frauen da in dem Video. Und ich habe sogar noch einen Clip gefunden, der das Ganze bestätigt, dass er eigentlich in Russland sein muss und die ganze Zeit nur mit Russinnen chillt. Привет, ребята. Нас в гостях немецкие друзья. Yes? Yes, yes. Very good. Aber was, also warum, also was soll denn der in Russland machen? Und wie? Also wenn er in Russland ist, Digga, dann ist das ja ein ganz anderes Thema, Digga. Dann ist das ja, also... Ich denke nicht, dass er in Russland ist. It's a perfect. Das heißt übrigens übersetzt, ja, ich bin natürlich ein Achtel Russe, ist klar. Hallo an alle. Ja, genau, der sagt, dass sie... Hallo an alle, was geht? Wir haben deutsche Freunde zu Besuch. Ja, ja, die guten deutschen Freunde, die zum Glück natürlich die Vorstrafenakte und das schlechte Image in Deutschland zurücklassen, um weiter Frauen billig für Content auszunutzen. Er will halt bei den Zuschauern den Eindruck erwecken, als wäre der übertrieben krasseste Player und könnte sich jede Frau klären. Eigentlich sind das aber alles irgendwelche Frauen in Russland, die gar nicht verstehen, für was sie da eigentlich benutzt werden, weil sie wahrscheinlich kein Deutsch oder kaum Englisch oder sonst irgendwas können und deswegen einfach gar nicht verstehen, was Olli da die ganze Zeit in seinen Streams labert und was er ihnen vorher alles erzählt und so weiter und wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Geld dafür bekommen oder andere. Und wie redet der eigentlich mit denen? So, weil die in Russland, die können auch nicht alle perfekt Englisch. Festung. Aber wie gesagt, nur Vermutung. Aber das ist leider nicht der einzige weirde Clip. Es tut mir leid. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, mir die Scheiße hier anzuschauen. Aber wir müssen leider rein, also. Da gibt es auch noch ein Video, das habe ich auch in meinem Video erwähnt, wo er die küsst und so ein Scheiß. Schauen mal, was er hier im ersten Teil sagt. Wir haben gerade uns den zweiten Teil angeschaut. Also die ganzen Streams funktionieren quasi so, dass sie die ganze Zeit so Young Alphas, also Yo Olli Songs, quasi performen. Also die tanzen da irgendwie cringe ein bisschen und singen ein bisschen, also er singt. Und die sollen da irgendwie gut aussehen, das ist ihr Job. Guck mal, wie er sie anguckt, wirklich, ich hab Angst. Wirklich, ich hab Angst, wenn ich das sehe, kein Spaß. Und sie guckt direkt wieder zu ihrer Freundin, sie guckt auch dahin und die denken sich nur, Bro, was machen wir hier? What the Warum? Fuck, Digga. Warum? Ja, aber machen die das, weil die Geld brauchen oder, also... Warum stehen wir hier? Guck mal, wie dieser Blick ist. Sie guckt weg, dreht sich weg, er will sie küssen oder was auch immer, sieht zumindest so aus. Küsst sie dann auf die Wange, hält sie so und so. Guckt dann in die Kamera, wie krass er ist, ey, ich habe eine Frau geküsst, sie geht wieder in ihre Rolle rein. Aber man merkt wirklich, wie... Es ist so unangenehm, Digga, es ist wirklich so unangenehm, aber stimmt, der muss ja eigentlich... Der muss eigentlich aus Deutschland raus sein. Es ist so unangenehm. Es ist so, Digga, also wirklich. Unwohl, die sich fühlen. Also vor allem sie wird hier die ganze Zeit von Olli gefokust. Die andere hat dann noch ein bisschen Glück. Aber es ist wirklich maximal. Ja, die andere hat nicht Glück, sondern die andere sagt dann einfach, ey, ich habe gar keinen Bock auf den Scheiß. Also ich habe das Gefühl, sie lässt sich, also ich, Digga, also, ich habe ja keine Ahnung, was da abgeht. Aber die andere... Die signalisiert so richtig, dass sie noch mehr keinen Bock hat. Weil da gibt es doch einen Clip, wo sie ihm so sagt, so no. Oder irgendwie so eine Scheiße. Angenehm. Und es wird wirklich kein Stück besser, wenn ich mir dann die Kommentare anschaue. Also wirklich, Abdi Abi, wer hat dir bitte in die Birne gekackt? Also sowas macht mich wirklich aggressiv. Ja, Abdi. Alle, die sagen, dass die keinen Bock haben, wieso stehen die dann da? Oh mein Gott, Digga.
Ey, das ist so dämlich, Digga, das ist so Die Armin, dämlich. wer hat dir bitte in die Birne gekackt? Also, sowas macht mich wirklich aggressiv. Ja, die wurden wahrscheinlich bezahlt. Und ja, die Ja, stehen da okay, aber das freiwillig. Ja, reicht die sind jetzt. da selber hingelaufen. Ja. Aber das ist erstens kein Grund dafür, dass das okay ist und keine Ausnutzung oder sonst irgendwas, weil die kein Deutsch, Englisch oder sonst was können. Und zweitens heißt das nicht, dass er sie so anfassen kann oder irgendwelche, keine Ahnung was, Bewegungen mit seinem Schoß machen kann oder sonst irgendwas. What the fuck? Also, ich krieg da wirklich Aggression. Also sorry, aber Abdi, Abi oder wie du heißt, wenn du irgendwie bei der Sparkasse arbeitest und dein Chef, keine Ahnung, Horst, zu dir kommt und dir an den Arsch fasst, ist es jetzt geil oder was? Weil du wirst ja auch dafür bezahlt, da zu stehen. Ist es dann in Ordnung? Horst, Bruder, ja, okay, So. Digga. Horst. Meine Fresse, Alter, wirklich. Aber er Also hat da recht, kriege ja. ich, es ist alles gut, aber sowas macht mich wirklich extrem aggressiv und da habe ich auch absolut kein Verständnis dafür, wie man so etwas schreiben kann. Also wirklich, als wäre Geld und wäre eine Bezahlung oder wäre ein Job quasi eine Entschuldigung oder ein Grund dafür, für sexuelle Belästigung oder das Was ist mit seinem Mikrofon passiert? ertragen zu müssen. Genau so eine Einstellung sorgt dafür, dass sexuelle Belästigung in unserer Gesellschaft noch irgendwie so ein bisschen Tabuthema ist und viele Frauen denken, ja. Okay, wird normales Verhalten gewesen sein, obwohl es eigentlich absolut überhaupt gar nicht in Ordnung geht. Und die ganze Nummer wird noch Aber widerlicher, was wenn war denn man sein bei den Mikrofon? gleichen Frauen, bei denen er das gerade gemacht hat, sowas hier sagt. Immer die Frauen respektieren meine. Musst du dazu noch was sagen? Könige, ganz, ganz wichtig. Respektiert alle Menschen. Respektiert die Männer. Respektiert die Frauen. Respektiert eure Familie. Respektiert nicht Jo Olli, bitte. Digga, Also es ist wirklich. so Was soll ich komisch. dazu noch Es ist sagen? so komisch. Ich frage mich wirklich, was bei ihm eigentlich in seinem Kopf abgeht. Er steht morgens auf und denkt sich, okay, ja, ich streame jetzt auf TikTok. Also auf TikTok zu streamen ist ja nicht schlimm, aber ich streame auf TikTok und mache so einen Scheiß. Digga, hä? Real Talk, also das ist ja einfach nur Es eine ist so Psychose in meinem Kopf. unangenehm. Er checkt gar nicht. Ich glaube, er weiß gar nicht, was um ihn Ich herum glaube passiert. auch. Oder er besitzt keinen Spiegel. Eins von beiden muss es eigentlich sein. Übrigens hat der Typ eigentlich in jedem Stream mehrere tausend Zuschauer und finanziell scheint es auch ziemlich gut zu laufen. Jo Olli wurde damals von großen und kleinen YouTubern komplett auseinandergenommen, dann verurteilt und von YouTube gebannt und man dachte eigentlich, man hätte irgendwie was auf YouTube erreicht. Ja, ich glaube, Digga, no joke. Auf TikTok, die spenden doch wahrscheinlich alle Und da rein. ausnahmsweise mal was Gutes getan. Dass der Typ jetzt einfach auf TikTok weiter sein Ding macht und einfach alles vergessen ist, macht mich wirklich ziemlich traurig. Seine Zuschauer haben halt entweder vergessen, was er getan hat, wollten es vergessen, was er getan hat, weil er halt irgendwie. Oder die Zuschauer, ich sag dir ehrlich, die Zuschauer, die jetzt Jo Olli gucken, die waren bei dem Skandal, den er vor 6 Jahren hatte, die waren da noch flüssig. Digga, die wussten gar nicht, wer er ist. So, die haben gar keinen Plan. So, ich weiß, also das geht ja schon übel, übel lange. Ich weiß noch damals, ja, okay, vor 6 Jahren weiß ich jetzt nicht, aber ich kannte ja diesen, beziehungsweise diesen Dima, den Kameramann von Jo Olli, der den dann richtig krass exposed hat. Mit dem war ich ja richtig gut. Bin eigentlich immer noch gut mit dem. Ich weiß, damals ging das so richtig krass los, dieses ganze Exposing-Ding. Und jetzt? Lustig oder sympathisch rüberkommt oder was auch Streamt er immer auf die Leute sich TikTok. da denken. Oder sie wissen gar nichts davon, weil sie in der TikTok-Generation Alter. groß geworden sind. Oder sie wissen es, aber wollen ihn halt beleidigen oder sonst irgendwas. Das Problem an der Sache ist, egal warum man ihn schaut, man supportet ihn dabei. Das heißt, selbst wenn man weiß, was der Typ getan hat und irgendwie es trotzdem lustig findet oder ihn beleidigen will oder sonst irgendwas, es supportet ihn und es juckt ihn nicht, ob irgendwer ihn beleidigt. Versteht ihr es? Ihn juckt nur, dass er 2700 Zuschauer hat oder noch mehr. Also, warum supportet man so einen Menschen? Ich kann es persönlich nicht verstehen und deswegen auch der Aufruf, schaut doch einfach jemand anderen und ignoriert so jemanden, weil das macht absolut keinen Sinn, da in den Stream zu schauen Was ist denn das eigentlich? oder irgendwie dann auch noch Geld zu spenden oder Aber sonst was zu machen. okay, finanziell und so, aber als ob der mit TikToks. Ja, okay, gut, wenn der jetzt jeden Tag streamt da und. Ich glaube, das wird schon funktionieren. Ansonsten vielen Vor Dank. allem, wenn der dann auch in Russland wohnt. Bruder, in 1 Euro, ich glaube, sind. Ich weiß es gar nicht, wie viele Rubel. Also ich glaube, wenn du mit dem Geld, was du hier verdienst, dort lebst, Fürs Millionär. Zuschauen, schreibt eure Meinung wie immer sehr gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt und liked das Video. Ansonsten habt Like das Video. Da auf jeden Fall das Video kriegt von mir ein Like. Sehr starkes Video, sehr starker Kanal und sehr starkes Thema. Also ich.
verstehe auch nicht, warum man die Olli überhaupt feiern soll. Ich finde seine Musik scheiße, ich finde ihn als Typ scheiße und ich finde das, was er gemacht hat, scheiße. Also, warum soll man den supporten?